Die Kaffeemaschine. Dieses künstlich erzeugte Getränkevorkommen lockt die Spezies der Büroangestellten in neue Lebensräume. An sogenannten Kaffeequellen sammeln sie sich auf faszinierende Weise zu immer gleichen Zeiten in Herden, um gemeinsam an der Oase zu ruhen. Sobald der Büroangestellte sich von der Oase auf den Rückweg begibt, wird er zum klassischen Herdentier. Er ist dafür bekannt, nur in der Herde kurz produktiv zu sein und den Rest des Tages in eine Art Ruhezustand zu verfallen. Da hilft dann nur noch